Guten Tag, Kamerad. Willkommen zur Organon-Unterdrückungsbasis. Wir mit dem Janos und Kohl, der Liebold und der Jalef. Und wir versuchen heute, unseren Plan der Unterdrückung zu zeigen. Es war so, dass du rufst nicht zum Lachen bringen wegen dem Gestammel von Janos. Okay, auf ein neues. Das kann lustig werden. Hey! Haben wir uns nicht deutlich genug ausgedrückt? Wir wollen hier keine Großmäuler, die sich über Janosch lustig machen. Ja, ach, Schnee von gestern, oder? Schwamm drüber und rubbeln. Ich wette, Janosch ist nicht nachtragend. Und er gibt mir sicher noch eine Chance, meinen Plan zu präsentieren. Immerhin könnte er eure Organisation mit einem Schlag zur Speerspitze des weltweiten Widerstandes machen. Ich dachte, wir seien bereits die Speerspitze. Die Speerspitze. Rufus, reiß dich zusammen. Sonst fliegst du. Nein, nein, schon klar. Ich bin ganz ernst. Ganz ernst. Na gut, was ist das denn nun für ein Black? Also, da hat er nicht gedacht. Das ist ein Symbol. Ein Symbol? Ein Symbol? Wie geheimnisvoll. Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Regelrecht mystisch. Mit einem Hauch von Legende. Schnauze, Liebold. Was symbolisiert es denn? Es zeigt, was aus uns wird, wenn wir nicht umgehend handeln. Wow, was für ein Schocker. Mit rhetorischen Tricks kennst du dich ja offenbar aus. Aber hast du auch irgendwelche Beweise für deine Behauptung? Und wie ich die habe? Hier. Kurze was Info. Ist das? Also kurze Info. Ich werde das jetzt noch einmal so komplett durchschaufeln lassen, dann sollten wir es danach nochmal verkacken. Ich werde das einfach überspringen, dann die Sprachszenen. Sprengdom nicht. Das ist ein Organon Sprengdom. Das ist ein Organon Unterschlupf. Das ist ein Organon Stützpunkt. Das ist eine Organon Basis. Das ist eine Organon Basis. Aha. Und weiter? Der Organon will der Bornea in die Luft sprengen. Der Organon will die Welt zerstören. Der Organon will den Erdball ausradieren. Organon will den Planeten des Cyclus. Also das ist schon mal gar nicht, das ist ein P-Ball. Da auch nicht. Eins von den beiden. Welt zerstören. Der Organon will die Welt so zerstören. Ja, okay. Aber was unternehmen wir dagegen? Wir müssen uns wehren, müssen sie angreifen. Wir müssen sie attackieren. Das nicht, wir müssen sie angreifen, wir müssen uns wehren, wir müssen eine Offensive starten. Müssen uns wehren? Wir müssen uns wehren! So, so. Und wo, bitteschön? Das ist die Position. Nein, das hier sind Koordinaten all dieser Organbasen. Ich bin so krass. Das ist schon schwieriger, finde ich. Mal überlegen. Verdammt. Boah, wie könnten wir dann nehmen? Das ist verdammt schwierig jetzt. Ich glaube, was sind die Koordinaten? Das sind die Koordinaten. Das ist die Lage. Das hier ist die Lage einer dieser Organon-Basen. Ich erinnere mich. Red weiter. Argus will hier eine Bombe. Abwerfen und das Lebensraum hochgehen lassen und dadurch hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer. Das klingt bisher am besten. Hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Aber was machen wir mit den anderen Sprengtürmen? Wir haben noch einen Jogger im Bett. Nein, das ist ein P. Wir haben noch einen Trumpf. P. Aus dem Ärmel. Das hier. Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Okay, bitte. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, nein. Ich mach das schon. Jetzt nur nicht lachen, Gofus. Zeig doch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will die Welt zerstören. Nein.
Nein, du Idiot! Oh, mein Bauch! Er hat es schon wieder getan. So ein Idiot! Marufos. Aber war es gerade so spannend? Ich bin empört. Roll dich, du Strolch. Oh Mann, so ein Mist. Okay. Auf ein neues. Das müssen wir schaffen. Gibst du eigentlich nie auf? Ein letztes Mal, okay? Ich bin auch ganz ernst. Reiß dich zusammen, sonst fliegst du. Das ist ein Symbol. Ein Symbol? Ein Symbol? Wie geheimnisvoll. Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Regelrecht mystisch. Mit einem Hauch von Legende. Schnauze, Liebold. Was symbolisiert es denn? Es zeigt, was auf... Wow. Ja, ich überspringe das jetzt. Rhetorisch. Aber und wie ich... Hier. Das ist eine Organon-Basis. Das ist eine Organon-Basis, das stimmt ja. Das ist eine Organon-Basis. Aha. Und weiter? Wilde... Nein, das ist schon mal gar nicht. Dann kannst du ja nur den Erdball ausradieren. Der Organon will den Erdball ausradieren. Ja, okay. Aber was unternehmen wir dagegen? Wir müssen uns wehren. Wir müssen uns wehren. So, so. Und wo, bitteschön? Das hier ist die Lage einer der Organon-Basen. Das hier ist die Lage einer dieser Organon-Basen. Ich erinnere mich. Red weiter. Argus will hier eine Bombe... Hochgehen lassen? Hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Aber was machen wir mit den anderen Sprengtürmen? Wir haben noch ein Ass im Ärmel, das geheime Wissen in Golds Gehirn. Wir Bitte. Haben noch ein Ass im Bitte. Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, nein, ich mach das schon. Oh, bitte, oh, bitte, jetzt bitte. Nur nicht lachen, Gofus. Zeig noch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren. So weit, so gut. Und was ist das hier? Die Lage einer dieser Organon-Basen. Oh. Argus will hier eine Bombe hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Sind fast durch. Wir haben aber noch ein Ass im Ärmel. Ja. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Ihr habt alles verstanden. Bravo. Das ist ja alles schön und gut. Aber was bringt uns das? Zurzeit befindet sich ein elysianischer Inspektor namens Cletus hier auf Deponia. Bol hat ihn begleitet. Darum ist sie überhaupt hier. Mit ihren Codes lässt sich das letzte Hochboot in Porta Fisco aktivieren, das sie zurück nach Elysium bringen soll. Wir müssen Elysium davon in Kenntnis setzen, dass Deponia bewohnt ist. Darum werde ich Goal nach Elysium bringen. Aber natürlich. Ihr könntet versuchen, den Ältestenrat umzustimmen. Wenn sie erfahren, dass Deponia bewohnt ist, werden sie die Sprengung abblasen. Aber warum solltest ausgerechnet du nach Elysium gehen? Weil ich dem Inspektor zum Verwechseln ähnlich sehe. Das kann doch gar nicht sein. Ist aber so. Rufus und Cletus könnten Zwillinge sein. Ein merkwürdiger Zufall. Es kommt noch besser. Argus Kreuzer hat an dem besagten Sprengturm angelegt. Seine Mission ist es, Cletus und Goal zum Hochboot nach Porta Fisco zu bringen. Während des Angriffs können Goal und ich das Chaos nutzen, um Cletus zu überrumpeln. Ich werde dann seine Stelle einnehmen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Das klingt sehr riskant. Aber es ist unsere einzige Chance. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Und? Ja. Jetzt auch schon. Ein Hoch auf Rufus, unsere neuen Anführer. Ui. Yay. Ja. Da
Das war so cool. Du hast Janosch wie einen kleinen Idioten aussehen lassen. Was ja auch kein Wunder ist, wenn er sich mit jemandem von meiner Größe misst. Und was passiert jetzt? Ich schätze, da du dir jetzt wieder einig bist, könnten wir mit der Operation beginnen. Schade irgendwie. Ich fühle mich seltsam unbeschwert, so ganz ohne meine noble und meine sportliche Seite. Ich könnte mich auch dran gewöhnen, 3 Goals zu daten. Aber Rufus. Was denn? Ich mag halt all deine Facetten, Baby. Oh, das hast du so schön gesagt. Gibst du mir die Datasetten? Ich vermisse die anderen beiden ja schon irgendwie. Und du kommst auch gleich nach in Docs Labor, ja? Sehr schön. Wir haben es geschafft. Dass es jetzt so schnell ging, das war der 3. Versuch. Sie steht auf mich. Was ist denn hier los? Janosch? Psst, ich muss hören, was da drin vor sich geht. Wieso? Was geht denn da drin vor sich? Und was treibt ihr überhaupt hier? Wir setzen deinen Plan in die Tat um. Was denn sonst? Meinen Plan? Ja, du hattest natürlich vollkommen recht. Durch bloßes Rumsitzen und nichts tun kann man keine Revolte starten. Und darum werden wir proaktiv die Datasetten erbeugen. Moment mal, bei diesen Datasetten handelt es sich um das Bewusstsein meiner Freundin. Freundin? Das hättest du wohl gern. Zuallererst ist Goal eine funktionierende Widerstand. Sie wird sich natürlich für die gute Sache opfern. Opfern? Sag mal, spinnst du jetzt total? Leider hat noch eine andere Organisation Wind von den Aufstiegsgoals bekommen. Oder sollte ich lieber Unorganisation sagen? Oh nein. Was denn? Du meinst Donner? Genau. Das unorganisierte Verbrechen hat sich in Docs Labor verschanzt. Sie haben Doc und Goal als Geiseln genommen und wollen Joe ihren ungehinderten Abzug erbrechen. Aber die Revolution lässt sich nicht erpressen. Sobald es Joe Wollen Stunde schlägt, stürmen wir die Bude einfach. Das heißt, Galef stürmt und ich halte mit Liebold die Stellung. Was? Das ist doch Wahnsinn. genau. Ich kenne diese Leute. Die sind zu allem fähig. Ihr werdet nur euch selbst umbringen. Also mich. Das ist das Los eines Freiheitskämpfers. Immer bereit für die gute Sache zu sterben. Wartet damit bitte noch. Vielleicht fällt mir noch was ein. Nix wie rein. Was hast du vor? Was wohl? Ich geh da jetzt rein. Aber da drin wimmelt es von unorganisierten Verbrechern. Mit denen werde ich schon fertig. Hey, aufmachen. Ich bin's, Rufus. Ja, Huhu, könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier. Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Ja, die von Liebold. Es ist scheinbar ein älteres Modell, aber... Hey, ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt. Natürlich weißt du das. Liebold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erkläre ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Okay. Was war denn das jetzt? Liebolds Fernbedienung. Was? Wozu wohl all diese Knöpfe gut sind? Ich drück einfach den größten. Und zap. Oh, schaut mich an. Ich habe einen wichtigen Auftrag erfüllt. Jeder Affe hätte das gekonnt. Ätzend. Mysteriöse Anomalie. Was? Na endlich. Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Man nennt ihn Ruf. Oh nein. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja? ich möchte einen Beweis. Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also, woran denke ich gerade?
An den Ausschlag im Genitalbereich. Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an Zwiebelzubel. Voll daneben, du Niete. Zwiebelzubel, das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich wusste gleich, dass du ein Betrüger bist. Bin ich nicht. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Genau. Gib doch einfach zu, dass ich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Zwiebelzubel? Nun ja, Zukunfts-Ich, alte Socke. Na, das ist ja eine Überraschung. Da bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein und Goal befreien. Sie ist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Oh, Wink Gott. Und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das, findest du schon noch raus. Ich werde mich derweil um die Rebellen kümmern. Boah, ist das etwa eine Knarre? Nein, das ist ein Bananenschälgerät. Natürlich ist das eine Knarre. Darf ich auch mal? Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Na gut, dann befreie ich Goal halt. Na gut, dann befreie ich Goal halt. Bestimmt mache ich das viel lässiger als du. Die ist hinterher viel freier als bei dir. Mach's bitte genauso lässig wie ich. Sonst löse ich mich auf. Das ist ganz schön schmerzhaft, weißt du? Recht so. Rufus. Ja, ja. Schon klar, du Spielverderber. Aber danach bekomme ich die Knarre, richtig? Ja, doch. Durch das Portal. Ah ja. Und beeil dich. Dir schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen die Rebellen die Praxis. So ein Idiot. Doc, Goal, ihr lebt noch. Was ist da los? Rufus, was treibst du da? Chillen. Töten! Beißt ihm die Augen aus! Ich glaube, das ist diesmal nicht nötig, Boss. Es ist Rufus. Der gehört zu uns. Was hattest du denn in Docs Asbestlager verloren? Ich brauchte Asbestplatten. Und hab mich versehentlich eingesperrt. Ja, da muss man vorsichtig sein. Auf diese Weise habe ich zwei Tanten verloren. Aber gut, dass du kommst. Wir sitzen in der Falle. Irgendwelche Extremisten sind hinter unseren Aufstiegscodes her. Euren Aufstiegscodes? Wir waren gerade dabei, sie in unsere Unternehmensmasse zu überführen. Warum auch die Brechstange? Wenn sie nicht bald abziehen, müssen wir uns den Weg freischießen. Knallt sie ab! Tabula rasa! Wartet! Ich habe einen Plan. Dann sieh zu. Wink juckt schon der Finger am Abzug. Verfluchte Nickelallergie. Doc. Alter. Doc, alles klar bei euch? Ach so, der Knebel. So, jetzt besser? Ja, alles super. Na, dann kann ich ja wieder gehen, richtig? Ja. Naja, ein bisschen Hilfe könnten wir hier schon gebrauchen. Ach. Was ist genau passiert? Was genau ist passiert? Sie kamen aus dem Nichts. Naja, genauer gesagt kamen sie durch die Tür. Sie haben uns einfach überrumpelt und gefangen genommen. Ich glaube, sie sind hinter den Aufstiegscodes her. Glaubst du? Naja, sie sagten Sachen wie, wo sind die Aufstiegscodes und so. Ich habe versucht zu erklären, dass das im Moment nicht möglich ist. Sie wollten nicht hören. Irgendeine Idee? Irgendeine Idee? Leider nein. Wir sind sozusagen die Hände gebunden. Ihr sind die Hände gebunden. Auch das. Vielleicht hat Lady Goal ja eine Idee. Ihre Datasette liegt noch im Implantat. Ist dieses Element an Donners Schläfe eigentlich auch ein Implantat? Dieses Element an Donners Schläfe, ist das eigentlich auch ein Implantat? Ja, ich habe es selbst eingebaut. Wieso fragst du? Ich glaube, ich habe einen Plan. Hol lieber noch eine zweite Meinung ein. Du hast nicht zufällig noch eine Fernbedienung für Donner? Hey, natürlich. So eine habe ich tatsächlich. Sie müsste in der Schublade dort drüben liegen. Aber damit es funktioniert, müsstest du ganz nah ran. Überlass das mir. Habe ich eine Wahl? Nope. Ich versuch mal was. Ich würde dir ja die Daumen drücken, aber die Fesseln und so. Kein Problem. Hey, was soll... Okay, hier soll die... die Fernbedienung sein. Ich darf doch, oder? Passt rein. Noch zwei Fernbedienungen, klasse.
Die sollten etwas Schwung in die Bude bringen. Mal gucken. Bei der einen klebt ein Etikett auf der Unterseite. Hey, da steht Donner drauf. Das sollte nützlich werden. Und die andere? Nanünana. Das ist doch die Fernbedienung, die mir Zukunftsrufus vorhin in die Hand gedrückt hat. Die zu Liebold gehört. Offenbar habe ich einen Plan. Ich weiß es nur noch nicht. Liebold und Donners. Mist, es funktioniert nicht. Es muss daran liegen, dass sich noch gar keine Datasette in der Fernbedienung befindet. Natürlich. Goal, bitte hilf uns. Psst, Goal. Rufus. Endlich! Du musst uns hier rausholen. Ich arbeite dran. Dann arbeite schneller. Immerhin hast du mich auch in diesen Schlamassel reinmanövriert. Ah, du bist also Lady Goal. Und du bist gleich Lady Rufus, wenn du dich nicht beeilst. Was genau ist passiert? Sie waren plötzlich einfach da. Doc hat versucht, mich zu verteidigen. Fast wie ein echter Gentleman. Leider war es komplett sinnlos. Sie waren zu dritt und bewaffnet. Geht es dir gut? Geht es dir gut? Ja, wir machen hier gerade ein Picknick. Echt? Gibt's auch Pfannkuchen? Das war Sarkasmus. Ich weiß. Also keine Pfannkuchen, richtig? Ja. Doc hat erwähnt, dass Donner auch so ein Implantat hat. Nur zur Info, ich weiß, dass die Folge eigentlich schon vorbei ist, aber ich mach das hier doch fertig. Doc hat erwähnt, dass Donner auch so ein Implantat hat. Worauf willst du hinaus? Naja, wenn ich nur kurz deine Datasette entfernen könnte. Untersteh dich! Ah, komm schon, gib mir die Datasette. Ach komm schon, gib mir die Datasette. Nimm deine dreckigen Griffel von meinem Implantat. Hast du heute nicht schon genug Schindluder mit meinem Bewusstsein getrieben? Tja, ich hab dich ganz schön durcheinander gebracht, was? Ich könnte mir die Datasette auch einfach so nehmen. Ich warne dich. Ach ja? Wovor denn? Ich könnte dir zum Beispiel die Finger abbeißen. Was soll das heißen? Hast du ein Loch in der Luftröhre? Nein. Willst du eins? Nanu, seit wann hat Doc denn Champagner in seiner Praxis? Was? Wo? Sorry, Goal. Was? Du wirst mir später dafür danken. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Donners Fernbedienung. Dann einmal Donner. Goal of Donnerladen. Hey, was tust du da? Netter Körper. Nur die Augenklappe könnte beim Zielen stören. Nicht! Was? Nein, stört kaum. Was? War das nötig? Hattest du eine bessere Idee? Ja. Zu spät. Naja, zumindest haben wir eine Sorge weniger. Jetzt müssen wir nur noch die Rebellen überwältigen. Alles, was wir brauchen, ist ein neuer... Sag es nicht. ...Plan. Ich spüre, wie sich ein Geistesblitz zu mir vorarbeitet. Es liegen Genialitätspartikel in der Luft. Benutze Staubsaugermotor mit Kaugummi. Vielleicht später. Muss es denn immer ein komplizierter Plan sein? Ich dachte, das gefällt dir an mir. Du verwechselst mich mit Krawallgoal. Krawallgoal? Natürlich. Ich habe doch Liebolds Fernbedienung. Langsam kommt alles zusammen. Mein Vergangenheits-Ich legt Krawallgoal in Liebold ein. Die überwältigt dann Janosch, während ich mich um Garlef kümmere. Und zack, schon sind wir draußen. Vergangenheits-Ich? Was redest du denn da? Können wir nicht einfach auf demselben Weg raus, auf dem du reingekommen bist? Nein, das geht nicht. Wegen der Zeitkohärenz und Temporaldingsis und so. Es ist kompliziert. Das ist es immer, nicht wahr? Das erkläre ich dir noch. Wir müssen jetzt erst einmal Krawallgoals Datasette finden. Hier, nimm die so lange. Hey, Astrein. Du machst dich langsam. Zum Affen, ja. Vertrau mir einfach. Befreie du die anderen. Ich kümmere mich um die Rebellen. Vorher nehme ich mir aber noch eine Knarre mit. Und ich bekomme Donners Fernbedienung. Wenn's dich glücklich macht. Mann, sehr schön. Das wird sowas von episch. Her mit Brecheisen und Waffe. Hehe, endlich habe ich auch eine Knarre. Und wer ist jetzt der Bessere, hä? Blöder Zukunftsrufus. Ab in die Schleuse.
aufmachen. Ich bin's, Rufus. Oh, oh. Das müsste jetzt mein Ich aus der Vergangenheit sein. Ich sollte lieber aufmachen. Sonst bringe ich noch die ganze Zeitkausalität durcheinander. Ja. Huhu, könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier. Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Die von Liebold. Es ist scheinbar ein älteres Modell, aber... Hey, ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt. Natürlich weißt du das. Liebold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erkläre ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Puh, gut, dass ich so ein perfektes Gedächtnis habe. Ein kleiner Fehler und ich hätte einen invaliden Zeitstrahl erzeugt. Aber was passierte als nächstes? Die Portale. Man sollte eh nicht in der Vergangenheit leben. Kann ich jetzt mit dem Brecheisen die Elektroden verbinden? Na, dann wollen wir doch mal. Cool. Und jetzt? Hallo, Rufus. Na endlich. Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Man nennt ihn Ruf. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja? Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also, woran denke ich gerade? Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an... Nicht das sagen, das war Zwiebelzubel. Zwiebelzubel. Ah, voll daneben, du Niete. Zwiebelzubel, das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich wusste gleich, dass du ein Betrüger bist. Bin ich nicht. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Genau. Gib doch einfach zu, dass ich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Zwiebelzubel? Nun ja, Ja, woran denn, Rufus? Zukunfts-Ich, alte Socke. Na, das ist ja eine Überraschung. Da bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein und Goal befreien. Sie ist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das, findest du schon noch raus. Ich werde mich derweil um die Rebellen kümmern. Boah, ist das etwa eine Knarre? Nein, das ist ein Bananenschälgerät. Natürlich ist das eine Knarre. Darf ich auch mal? Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Na gut, dann befreie ich Goal halt. Bestimmt mache ich das viel lässiger als du. Die ist hinterher viel freier als bei dir. Mach's bitte genauso lässig wie ich. Sonst löse ich mich auf. Das ist ganz schön schmerzhaft, weißt du? Recht so. Rufus. Ja, ja. Schon klar, du Spielverderber. Aber danach bekomme ich die Knarre, richtig? Ja, ja. Doch. Durch das Portal. Ah ja. Und beeil dich. Dir schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen die Rebellen die Praxis. Alles klar. Was für ein Held. Aus mir wird ja noch was. Puh, für ein Trottel. Für wen hält er sich eigentlich? Aber nun zurück zur Mission. Es kann jeden Augenblick zur vollen Stunde schlagen. Und dann bin ich bereit. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein wenig Geduld. Und darin bin ich unschlagbar. Geduld. Kannst du nicht. So, das reicht jetzt aber. Schlag endlich. Na los, schlag endlich. Oh,
Aua. Hast du das auch gehört? Die Uhr schlägt zur vollen Stunde. Und mitten auf die 12. Zeit für deinen Auftritt, Galef. Muss das wirklich sein? Jetzt stell dich nicht so an. Sonst gewinnst immer du beim Schnickschnackschnuck. Aber sonst geht es auch immer nur darum, wer neue Tipps holen geht. Versuch dich nicht rauszureden. Einer für alle. Und das bist heute du. Rufus? Was treibst du hier? Es gibt eine Planänderung. Die Aufstiegscodes bleiben bei Goal. Du stellst dich gegen den Widerstand? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf der Titelseite des Blattes, das sich soeben gewendet hat. Was zum... Oh Mann. Ladehemmung? Tja, Pech gehabt. Oder so. Rufus? Ah, sehr gut. Du hast es alleine geschafft. Komm mit, es ist noch nicht vorbei. Warte mal. Aber, Goal, wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Naja, wollen wir nicht warten, bis du wieder in Form bist? Na, was soll's. Du musst dich dringend rasieren. Komm. Was? Es ist vollbracht. Ich hab doch gesagt, dass... Doc, warum seid ihr noch gefesselt? Lady Goal sollte euch doch befreien. Hat sie aber nicht. Sie ist durch das Portal in die Zukunft entwischt. Sie ist was? Kein Problem. Krawall Goal ist noch draußen, in Liebolds Körper. Sie wird Lady Goal zur Vernunft bringen. Das war nicht Krawall Goal. Das war die Reinigungsdatasette für meinen Videorekorder. Die anderen beiden Goals stecken noch in der Maschine. Liebold hat nicht mal ein Implantat. Aber die Fernbedienung? Ach, du dicker Vater. Das hieße ja... Rufus! Was hast du mit Galef gemacht? Und mit Liebold? Der Arme ist ganz verstört. Eine Verwechslung. Hey! Goal, was soll das? Es tut mir leid, Rufus. Ich fürchte, ich muss noch eine weitere Änderung an deinem Plan vornehmen. Was für eine Änderung? Ja, es ist auch kompliziert, wie alles, was mit dir zu tun hat. Du verursachst nichts als Chaos. Aber dafür bin ich nicht gemacht. Ich kann nicht länger bei dir bleiben. Oh, komm schon, was soll denn das jetzt? Mach auf! Bemühe dich nicht. Die Tür bleibt verriegelt. Ich brauche ein bisschen Vorsprung, wenn ich Cletus finden will. Cletus? Wovon redest du bloß? Wir wollten doch zusammen nach Elysium. Die Welt retten und so. So einfach ist das aber nicht, Rufus. Du kannst nicht alle im Stich lassen und gleichzeitig der Held sein. Es ist unmöglich. Unmöglich ist mein zweiter Vorname. Genau. Es reizt dich, nicht wahr? Du willst immer das Unmögliche. Darum wirst du auch immer unzufrieden bleiben. Du kannst nicht mit nach Elysium, Rufus, weil du Deponia in dir trägst. Mach es gut, Heldenbaby. Aber... Moment. Aber Cletus ist ein Schnösel. Aber Cletus ist ein Schnösel. Cletus ist kein schlechter Mensch, Rufus. Zumindest nicht schlechter als ich. Und bestimmt nicht schlechter als du. Ich bin tausendmal besser als dieser Lackaffe. Zumindest willst du das sein. Ich habe dir verziehen, dass du mein Bewusstsein gespalten hast. Dass du mich angelogen hast. Dass du mich immer wieder in Gefahr gebracht hast. Und ich habe Cletus verziehen, dass er meine Erinnerung löschen wollte. Jetzt musst du mir verzeihen. So, aber damit die Folge jetzt nicht noch allzu länger wird, ich darf jetzt schon 33 Minuten hochladen, bald 34. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.